Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis: Es gibt nachher wieder eine Verlosung. Wie es geht und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Der Februar wird ein wichtiger Monat für euch für Freundschaften. Jetzt ist die Heilung eines Konfliktes möglich. Außerdem ist es eine tolle Zeit für spirituelle Stiere. Zunächst zu eurem Erlebnishintergrund. Wie stehen die langfristigen Tendenzen für euch? Also, was auffällt, ist eben, dass ihr viele Planeten im 12. Haus habt. Deswegen habe ich gesagt, spirituelle Stiere. Da geht also viel Energie rein in das Hintergründige oder in die geistigen Welten, wenn ihr an sowas glaubt. Und vielleicht könnt ihr da auch Beziehungen knüpfen, die eben jenseits von Zeit und Raum sind. Und langfristig habt ihr ja weiterhin das Sextil zu Neptun. Das ist sehr romantisch, sehr schön. Der steht bei euch im Haus der Freundschaft und kann natürlich auch romantische Begegnungen ermöglichen und unterstützen, einfach durch den guten Aspekt, den ihr zu eurer Sonne habt. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geborenen vom 29. April bis 4. Mai. Die haben also diesen romantischen Einfluss und können vielleicht auch erleben, dass sich Freundschaften langsam zu einer Romanze hin entwickeln. Ne? Kann also wirklich sein für euch. Dann habt ihr Trigon Pluto, auch ganz langfristig, der große Machtplanet und Wandlungsplanet, steht für euch im Haus des Auslands und der Weiterbildung. Da haben so manche Stiere in den letzten Jahren große, große persönliche Schritte vollzogen. Aber was den Aspekt auf eure Sonne angeht, bedeutet es einfach, dass ihr sehr einflussreiche Leute kennenlernt, dass ihr mit einflussreichen Leuten gute Beziehungen, Freundschaften, vielleicht auch Liebesbeziehungen anfangen könnt oder schon habt. Dass es aber wichtig ist, dass ihr euch im Klaren seid, ob ihr mit demjenigen die gleiche Agenda habt, ob ihr dasselbe wollt. Pluto ist ja manchmal auch so, da ist da noch ein Geheimnis dahinter oder so ein bisschen andere Motive. Und da lohnt es sich dann schon rauszufinden, ob da beide am gleichen Strang ziehen. Denn Pluto bedeutet, dass es euer Leben stark beeinflusst und auch das der anderen Person. Also achtet drauf, mit welchen Leuten ihr euch zusammenschließt. Egal, ob das jetzt eine Jobbeziehung ist oder eine persönliche Beziehung, das wird Einfluss auf euer Leben nehmen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr da die richtigen Leute auswählt. Darüber habe ich auch sehr ausführlich im Jahreshoroskop für die Stiere gesprochen, über diese Psychologie. Könnt ihr ja sonst auch nochmal reinhören, wenn ihr es nicht mehr so genau im Kopf habt. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 11. Mai Geburtstag haben. Ja, dann ist noch interessant für euch, dass die Lilith das Zeichen wechselt. Die war ja bisher bei euch im Partnerhaus, hat so manchem Stier eine heiße Affäre gebracht, so mancher Stierfrau vielleicht auch eine Konkurrentin, die es ein bisschen schwer gemacht hat. Die geht jetzt dann für euch ins 8. Haus, also ins Haus der Ehe und der verbindlichen Partnerschaft. Das kann natürlich auch dazu führen, dass es vielleicht eine Affäre gibt, die eine Partnerschaft bedrohen könnte. Das ist nicht so ganz einfach und im 8. Haus geht es dann natürlich auch wieder um Tiefenpsychologie. Also falls ihr spürt, dass da vielleicht alte Sachen hochkommen, gerade auch in Verbindung mit einem Partner, den ihr schon lange kennt oder mit langen gewachsenen Beziehungen, wo man schon viel zusammen aufgebaut hat, dann lohnt es sich eventuell, da mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr es spürt, das ist ein sogenannter Quinkungsaspekt, also ein bisschen subtilerer Aspekt, der aber Anpassungen vonnöten macht. Der zeigt, dass man in seinem Leben was ändern muss, um mit einer neuen Situation fertig zu werden. Falls ihr es also merkt, dann würde das zunächst jetzt mal ab Mitte Februar die Stiere betreffen, die zwischen dem 20. und 24. April Geburtstag haben. Genau, damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen für euch. Die Stimmung vorgibt ja der Neumond vom 28. Januar im Wassermann. Der steht bei euch im Karrierehaus. Also es geht darum, Pläne für die Karriere zu machen und in diesem Monat, besonders im Februar jetzt besonders zu gucken, wo es da für euch lang gehen sollte, Position zu beziehen und euch eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und die Sonne bleibt dann ja auch noch 3 Wochen da für euch im 10. Haus, bringt da so eine starke Energie rein. Dann habt ihr Mars eben im 12, habe ich ja anfangs schon erwähnt, gut für spirituelle Stiere und ab dem 3. kommt die Venus mit dazu und diese Planeten bleiben dann im 12. Haus. Das kann heißen, dass das aktive Flirtleben so ein bisschen in den Hintergrund tritt.
Es ist aber nur das 12. Sonnenhaus. Das heißt, müsst ihr eventuell nochmal gucken bei eurem Aszendentenzeichen oder euch nochmal bei mir erkundigen, wo das jetzt tatsächlich in eurem Geburtshoroskop stattfindet, diese wichtigen Konstellationen, weil die Venus ja auch für die Stiere sehr wichtig ist. Aber vom Sonnenhaus her tritt sie so ein bisschen in den Hintergrund. Das kann bedeuten, dass ihr das Gefühl habt, dass sich in der Liebe nicht viel tut. Aber die Liebe kommt eben eher durch Freundschaft in euer Leben. Das ist halt sehr wichtig. Ihr könnt jemand Neues kennenlernen, mit dem ihr erst befreundet wart. Oder vielleicht lernt ihr auch durch Freunde wichtige Menschen kennen. Es geht vielleicht auch erstmal darum, sich um Freunde zu kümmern, die euch brauchen. Oder ihr pflegt eben andere wichtige Beziehungen, die euch jetzt voranbringen. Also seid dann nicht enttäuscht. Wenn ihr aber das Liebe- und Flirtpotenzial ganz deutlich spürt, dann liegt es eben daran, dass ihr einen anderen Aszendenten habt und es für euch dann vielleicht doch in ein gutes, passendes Haus fällt. Das müsst ihr dann eventuell nochmal für euch rauskriegen. Ne? Aber wenn ihr zum Beispiel Stier-Aszendent seid, dann hättet ihr die Planeten auch im 12. Haus. Ist natürlich toll, wenn ihr spirituell unterwegs seid, weil dann habt ihr praktisch Begegnungen. Dann geht diese ganze Liebes- und Begegnungsenergie ins 12. Haus rein und bringt euch eben spirituell enorm voran. Also so viel ist sicher. Ne? Dann habt ihr am Freitag, den 3. Februar, einen Top-Tag mit dem Mond in eurem Zeichen. Der bringt die guten Energien der Planeten in euer Zeichen hinein und ist vielleicht der Auftakt zu einem schönen Wochenende. Dann geht es weiter. Der nächste wichtige Aspekt ist am 6. Da wird der Jupiter rückläufig bei euch hier im 6. Haus der Arbeit. Das bringt einen Richtungswechsel in der Energie. Also man war da so ganz gut auf einem guten Weg und groovte sich da so ein und jetzt ändert sich das. Aber nicht verzweifeln, bei Jupiter ist es meistens so, dass dann hinterher sich herausstellt, dass diese Änderung zu etwas Besserem führt. Also wenn es euch erstmal nicht gefällt oder wenn ihr euch erstmal wundert, dann bleibt einfach offen dafür, dass die Sache im Endeffekt dann zu euren Gunsten ausgeht. Fragt euch einfach, wer weiß, wozu es gut ist. Ne? Mit der Haltung kommt ihr dann am besten klar. Das kann euer Berufsleben betreffen, vielleicht auch euren Alltag zu Hause, dass ihr da vielleicht einfach eine Anpassung vornehmen müsst und dann hinterher feststellt, hey, das ist ja eigentlich gut und ist ja eigentlich besser, als es vorher war. Okay? Dann am 7., da wechselt der Merkur das Zeichen, wechselt in den Wassermann. Das bedeutet, er geht bei euch ins 10. Sonnenhaus. Das ist gut für Karriere und berufliche Entwicklung. Verhandlungen, Gespräche stehen dann für die nächsten Wochen unter guten Sternen. Auch wenn das jetzt vielleicht euch in der Liebe nicht so viel nützt, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Dann haben wir zwei Top-Tage am 8., am Mittwoch, den 8. und am Samstag, den 11. Am Mittwoch erstmal gut mit dem Mond, der da im Krebs ist und für euch auch günstig steht. Und dann am Samstag, den 11. Das ist dann übrigens auch der Vollmond, beziehungsweise am Tag nach Vollmond. Da geht der Mond in der Jungfrau, steht auch günstig für die Stiere. Vorher wollen wir uns aber noch den Vollmond anschauen. Das ist nämlich auch wichtig für euch, das zu wissen, wie die Konstellation für euch fällt. Da geht es also wohl auch wieder darum, wie entwickelt sich die Karriere. Damit fing es ja beim Neumond an. Und dann hat man eben immer wieder auch die Spannung zur Familie, zum Heim, zu Verpflichtungen zu Hause vielleicht. Aber euch fällt dazu was Gutes ein. Also diese Geschichte mit Jupiter, wo ihr hier vielleicht euch eine Sache anpasst in eurem Beruf oder zu Hause, die wird sich da als sehr hilfreich erweisen. Und möglicherweise kommt eben auch Hilfe aus dem Spirituellen, dem Unerwarteten, dem hintergründigen Bereich. Das ist aber alles sehr positiv, wie das hier zusammenfällt. Also vielleicht findet ihr eine Lösung, wie ihr Beruf und Familie und diese Veränderungen am Arbeitsplatz ganz gut unter einen Hut bekommt. Ja, das ist ja wichtig. Und dann haben wir am 12. für euch wieder einen Top-Tag. Am 12., da, wenn der Mond dann eben in der Jungfrau steht und dann günstige Aspekte auf die Planeten wirft, die dann wieder günstig zur Stiersonne stehen. Und dann kommt eine ganz gute Energie rein. Außerdem ist es bei euch im 5. Haus, ist auch kreativ und vielleicht auch Spaß am Sex. Ist ein Sonntag, da könnte man ja auch mal ein bisschen kuscheln. Genau. Am 14. zu Valentinstag wechselt er dann eben die Lilith, das Zeichen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Und der Freitag, der 17., ist dann nochmal ein Top-Tag für euch, wenn nämlich der Mond in eurem Partnerhaus steht und damit Begegnung und Partnerschaft in den Vordergrund rückt. Vielleicht auch eine schöne leidenschaftliche Begegnung.
Und dann am 18. geht ja die Sonne in die Fische und damit auch wieder einen guten Aspekt zur Stiersonne ins Haus der Freundschaft. Und von daher können sich da Sachen in Gang bringen, die vielleicht einen Konflikt heilen können, der da bestanden hat. Oder vielleicht könnt ihr auch helfen, wenn in eurem Freundeskreis irgendwas im Argen liegt. Also da seid ihr jetzt gut drin, weil ihr da auch so eine Empathie habt. Das wird dann am 18. auch noch durch den Mond verstärkt. Also da seid ihr gefragt in eurem Freundeskreis und könnt vielleicht auch von einflussreichen Freunden profitieren. Die kritische Phase des Monats, die dann kommt, die betrifft euch jetzt nicht so ganz direkt. Also ihr habt einfach diese Planeten nicht so in der Spannung auf die Sonne. Aber natürlich kann es auch sein, dass ihr gefragt seid, ne? Denn hier Mars im 12. Haus, das wären zum Beispiel vielleicht versteckte Feinde. Vielleicht will euch da jemand irgendwie was so von hinten, von hinterm Rücken her. Da müsst ihr drauf achten. Vielleicht sogar am Arbeitsplatz, das könnte eine Entsprechung sein. Es kann aber natürlich auch ein spiritueller Durchbruch sein. Also diejenigen, die auf der Schiene unterwegs sind, für die ist das, glaube ich, eine sehr interessante Konstellation. Ne? Und hier vielleicht verbunden mit einem Erkenntnisgewinn, auch wenn es vielleicht hart erkämpft ist, weil der Pluto, der hier in der Spannung steht, der steht ja wiederum gut zur Stiersonne. Also vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die aus dieser Konstellation Kapital schlagen können und da vielleicht den Kopf oben behalten. Also ich will nur einfach auch dazu sagen, dass das ja für alle vielleicht eine schwierige Zeit wird und ihr spürt es eben auch, aber ihr habt da auch die Planeten ganz günstig zur Sonne stehen. Ja, aber ihr seht schon, der Flirtanteil ist diesen Monat nicht so stark für euch, es sei denn, ihr habt eben diese Venus-Mars-Konjunktion vielleicht doch in einem anderen Haus, wo sie euch besser erreichen kann. Da müsstet ihr dann bitte nochmal bei eurem Aszendenten gucken oder bei mir nachfragen. Oder eben die Liebe finden, indem ihr euch mit was Spirituellem beschäftigt. Das könnte ja auch gut passen. Okay, dann haben wir den Neumond in den Fischen. Für euch auch sehr wichtig, weil steht gut zur Stiersonne. Da seid ihr jetzt bestimmt auch mitgefragt, da ein bisschen zur Entspannung beizutragen, weil diese Konstellation ja schwierig ist. Das habe ich ja schon erwähnt, sehr stark spannungsgeladen. Aber der Neumond selber steht gut zur Stiersonne, auch wieder in einem freundschaftlichen Aspekt. Also verwirrte und aufgeregte Freunde, die vielleicht in der Zeit ein bisschen kopflos sind, die können vielleicht dann bei euch eine starke Schulter finden. Und das Ganze erscheint ja als Sonnenfinsternis und wird so manchen auch ganz schön durchrütteln. Ihr selbst seid nicht so davon betroffen, es sei denn, ihr habt jetzt Planeten in den Fischen, auf die die Sonnenfinsternis fällt. Aber ansonsten seid ihr da eher diejenigen, die ganz gut damit klarkommen mit der Situation und die eben jetzt als stabile Felsen in der Brandung gefragt sind zu diesem Neumond. Ja? Und der Neumond ist eben im Haus der Freundschaft. Das heißt, in den nächsten 4 Wochen wird es darum auch gehen, über Entwicklungen mit euren Freunden oder eben auch, wenn ihr in einer Gruppe seid, in der ihr was lernt oder euch engagiert, wo ihr was tut, Charity, Stichwort Charity, das steht ja auch sehr gut für die Stiergeborenen mit dem Neptun hier auf Jahre hinaus. Falls ihr sowas machen möchtet, euch für was Gutes einsetzen und dabei vielleicht auch sogar ein bisschen einen glamourösen Auftritt haben, dafür würden die Sterne sehr gut stehen. Und das kann natürlich auch wieder neue interessante Liebesbegegnungen und Flirts bringen. Dann denkt doch da mal drüber nach in den folgenden 4 Wochen. Wie es dann weitergeht, das besprechen wir in den Videos für den März. Und ihr könnt gerne an der Verlosung teilnehmen und eine 15-minütige Kurzberatung gewinnen, wenn ihr mir hier einen schönen Kommentar hinterlasst als Abonnent. Ne? Also ihr müsst den Kanal abonniert haben und mir was Nettes hier posten auf YouTube. Und unter allen, die mir einen netten Kommentar hinterlassen haben, verlose ich eben diese Beratung. Und wenn ihr sonst noch Hilfe braucht oder einen Rat braucht, könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren und euch eine Beratung bei mir holen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.